Das letzte Mal bei Shadows of Rose. Moment mal, okay. Da haben wir eine weitere Maske und da Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Ich hab sie, wenn auch knapp. Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht. Sag bloß, gegen den habe ich keine Chance. Ich nehme jede Hilfe, die ich krieg. So, gespeichert ist und damit würde ich sagen, weiter geht's. Gemälde einer Schlange. Oh ja. Ich weiß gar nicht mehr. Was mache ich jetzt hier, bitte? Ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher, wo ich hin soll, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier? Galerie der Räuber. Ja, da muss ich zum Beispiel wieder hin, weil ich glaube, da war das fehlende Bild. Dobby, hör auf zu schlecken. Nicht auf der Couch schlecken, du kleiner Wauwau. Rot bedeutet doch nochmal. Ach so, wird durchsucht. Hä? Nee. Unbekanntes Gebiet vollständig erkundet. Rot bedeutet also, da bin ich noch nicht fertig oder so. Bin fertig mit den Nerven, zählt das auch? Oh je. Die ganzen Roses. Nee, in den Keller will ich jetzt aber eigentlich nicht. Nee. Da waren wir ja auch eigentlich durch. Wo ist denn jetzt die dritte? Die dritte Maske im Bunde. Chemikalie nehme ich doch gerne. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, jetzt habe ich hier alles erkundet. Ich bin verwirrt, weil ich nicht genau weiß, wohin, aber ich könnte ja erstmal versuchen, zurückzukommen zu dem Dingens. Bummels. Ich könnte ja auch noch ein bisschen langsamer reden. Na, zu der Galerie halt. Meine Güte. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Hat das eine Bewandtnis? So wie es aussieht, ja. Willkommen in der Galerie der Verzweiflung. Eine wundersame Ausstellung jener glücklichen. Ja, okay, das kenne ich doch aber schon. Bin ich hier überhaupt richtig? Die Fragen, die die Welt bewegen. Dobby, hörst du bitte auf zu schlecken? Hä? Was hältst du von der Idee? Oder geh runter. Du weißt ganz genau, dass du das auf der Couch nicht darfst. Du kleiner Wauwau. Jetzt guckt er mich an wie so ein Auto. Oh, da ist eine Tür. Kann ich die aufschließen? Bist ganz schön hartnäckig, Miles. Aber ganz so einfach mache ich es dir nicht. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ach so, hier war ich doch jetzt aber schon. Oh. Die Frage: Muss ich jetzt vor ihm weglaufen oder nicht? Speisezimmer, was haben wir hier? Dreieugige Vitrine, die hilft mir noch nicht weiter. In der Küche war eine Tür verschlossen. Nee, das nützt ja nichts. Ich muss jetzt alles nach und nach durchsuchen, ne? Toll. Zurück ist keine Option mehr. Ich werde jetzt vor dem fliehen. Ich werde nicht gegen den kämpfen. Wenn ich es also vermeiden kann, werde ich nicht kämpfen. Oh no. Schnell, mach hin. Oh, Heilung! Lass mich durch! Ihr seid zu viele, Mann. Ja gut. Den Schlüssel habe ich nicht. Ich glaube aber, dass mir das hier auch nicht weiterhilft. Kennen wir alles schon. Komme ich jetzt hier weiter? Natürlich nicht.
Die wollen doch wohl nicht, dass ich gegen die alle kämpfe. Ich meine, dafür habe ich gar nicht genug Munition. Ach ja. Nicht wundern, ich muss jetzt 1000 Mal auf die Karte gucken, damit ich mich hier jetzt nicht wieder verlaufe. Genau, ich glaube, hier wollte ich hin. Nee, aber warte mal. Eigentlich, oder? Wollte ich hier hin? Nein, die Vitrine hilft mir doch gar nicht. Aber ich kann über die Küche vielleicht gucken, ob da was ist. Was knackt denn hier? In meiner Wohnung spukt's, glaube ich. Das Schlimme ist, ich kann es nicht richtig zuordnen, weil ich Kopfhörer auf habe. Okidoki. Hey, gibst du mir hier mal wieder einen Tipp? Hallo? War ja klar. Hä, verdammt. Nein, stopp. Also hier lang, ja. Ich könnte jetzt noch 5 Mal gucken, ne? Habe ich noch nicht auf die Karte geguckt? Nein, nein, gleich noch mal gucken. Hund, jag du mir doch jetzt nicht auch noch so einen Schreck ein. Warum sieht das so aus, als wenn man da lang kann? Na, ist aber auch gemein gemacht, muss man jetzt mal sagen, wenn man so diesen Bereich hier anguckt. Man könnte denken, es wäre eine Tür. Ach so, ja, die kriege ich ja auch noch nicht auf von der anderen Seite verschlossen. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Muss ich jetzt wirklich gegen die kämpfen? Haupthalle. Ich muss mal kurz die Lage checken hier. Im Keller ist noch ein Bereich, der noch nicht ganz erkundet ist. Hm. Badehaus. Galerie der Räuber. Wie komme ich hier denn nochmal hin? Von der Haupthalle. Der Haupthalle die Treppe hoch. Aber ich weiß gerade nicht, haben da 2 oder nur ein Bild gefehlt? Egal, ich gehe einfach gucken. Nur so kann ich es wissen. Wissen und erfahren. Was macht dieser Hund? Er geht von einer Ecke zur nächsten auf der Couch und rülpst hinter mir? Ey, nee. War hier die Galerie? Ach, tatsächlich. Ein Bild hat nur gefehlt. Cool. Jetzt muss ich das wahrscheinlich nur richtig einfügen. Die Frage ist, wie denn? Die Räuber stehen in Reih und Glied. Ein jeder auf seine Beute schielt. Also, weil gegenüber, oder was? Okay, die kann ich zum Beispiel gar nicht rausnehmen. Den kann ich rausnehmen. Den kann ich rausnehmen. Den kann ich nicht rausnehmen. Den kann ich rausnehmen. Den kann ich rausnehmen. Gehen wir jetzt mal davon aus. Ja, die Spinne ist den Schmetterling oder was? Würde ich jetzt behaupten. Der Wolf ist das Lamm. Und die Schlange den Frosch. Ist die Schlange den Frosch? Ich habe keinen Plan. Ja, war wohl richtig. Ich kenne das ja so, dass Schlangen halt so Ratten und Kaninchen und so essen. Gut, kommt wahrscheinlich auf die Größe drauf an. Der Schlange. Haben wir hier Schönes. Dreieugige Schlüssel. Oh yeah. Okay. Das dreieugige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit. Die goldene Maske möge dir. Den Rest konnte ich nicht lesen, aber da finden wir jetzt wohl die nächste. Dingensbummens. Ach, ihr wisst schon. Jetzt ist die Frage, ne? Ich war vorhin bei der dreieugigen Tür. Oh, und hier ist die dreieugige Vitrine unter mir. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Jetzt hole ich mir die Schrot. Und dann gibt's Rambazamba da draußen. Aber richtig. Lalalalalalala.
hier war das dann, ne? Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich brauche hier diese Schrotflinte, also gib sie mir doch schnell. Jawollo! Schlüssel wieder her. Oh yeah. Das gefällt mir schon besser. Naja, das ist doch mein Reden. Aber trotzdem würde ich gern. Kann ich hier. Ah ja, gut. Was ist denn das? Ach so, ja. Mhm, schön. Da ich ja da jetzt erstmal nur drei habe. Silbermaske, check. Tada! So. Ich könnte jetzt natürlich rausgehen, ja? In den Innenhof. Will ich aber nicht. Ich könnte jetzt auch hier lang. Nee, hier kann ich nicht lang gehen. Speisitz. Doch, 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 doch. Jetzt geht das Gesuche wieder los. Oh Mann, ey. Moment mal. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich bin viel zu weit gelaufen. Was stimmt eigentlich nicht mit mir? Ich wollte hier gar nicht hin. Oh, oh. Ah, jetzt reichen schon zwei. Gut zu wissen. Ich muss jetzt mal hier kurz die Lage peilen. Da, glaube ich, muss ich durch, ne? Da war doch die drei, die Dreiertür. Lass dich von mir nicht stören. Tschüss. Entriegelt. Habe ich den Schlüssel jetzt eigentlich noch? Herstellen. Ja, aber ich habe den Einäugigen auch noch. Hat also jetzt nicht unbedingt was zu heißen. Ich sollte Munition herstellen. Cool. Endlich habe ich mal das Gefühl, ich habe genug Munition. Ach du Kacke, wie komme ich denn da jetzt ran? Okay. Ist das die letzte Maske? Ah, ich ahne es schon. Was ist denn nun? Was? Oh, no, 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 no! Ist ja jetzt auch schon wieder so. Hm. Ach ja, gerade eben, wo ich mich noch gefreut habe. Hey, ich habe so viel Munition. Wisst ihr noch? Es waren tolle zwei Sekunden. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Ich ziele aber auch total schlecht. Also das ist krass. Ich weiß nicht, ob ich die Empfindlichkeit krasser einstellen muss oder so. Ich zocke schon so lange jetzt nicht mehr auf der Konsole. Also hier und da schon mal, aber nichts, wo ich schießen muss. Es ist einfach zu lange her. Ich gebe einfach dem Controller die Schuld, der gar nichts dafür kann, aber mache ich einfach. Das ist halt einfach nur eine Übungssache. Weiß ich ja selbst. Schießpulver! Dann nehme ich doch immer gern. Ach ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Von hier bin ich gekommen. Alter, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. So wird es ja nicht gehen, ne? Nein.
Aber ich könnte ja mal diese Pflanze essen. Weil ich es kann. Ich hätte ja auch vorhin bei den Idioten einfach das Dynamit reinrammen können. Aber ich heb mir das eigentlich lieber auf. Weil wer weiß, was mich noch erwartet, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ach, guck mal einer an. Na, wo sind wir denn jetzt? Aber von hier komme ich jetzt auch nicht... Nee, gar nicht. Okay. Okay, okay. Hä, wie komme ich denn aber jetzt an die blöde Pflanze ran? Was will das Spiel von mir? Nee, ey. Jetzt muss ich auch noch nachdenken. Okay, warte mal. Ich komme hier nicht ran. Wo ist denn hierzu die Blüte? Da hinten. Das war die jetzt doch, oder? Ach, da unten. Schade, reicht nicht. Hm. Nein, 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 nein. Das ist so ein Spielverderber-Spiel. Hier sehe ich die nicht. Ah. Ich kann jetzt hier drüber gehen. Okay. Ich wollte sagen, jetzt sag mir nicht, hier kommt schon wieder welche. Genug ist genug. Übrigens hoffe ich, dass der Ton jetzt passt. Ich hatte ja die ersten drei Folgen an einem Rutsch aufgenommen und hatte mir das dann später angeguckt und war der Meinung eigentlich, dass es geht. Wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass es nicht geht, dann sorry. Egal, geschafft ist geschafft. Rostige Reste? Sie können jetzt neue Objekte herstellen. Was denn? Oh cool, ich kann... Oh cool. Das muss ich unbedingt herstellen. Und Rohrbomben kann ich jetzt auch herstellen. Das ja. Mega geil. So. Ich glaube, das war's dann jetzt, ne? Das sollte jetzt alles gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, wie das storymäßig hier weitergeht. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange das hier geht. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt. Okay. Was jetzt? Na toll. Wo bin ich? Raus aus den Federn, Kleines. Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristall entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. So viele Sklerotien. Und fast alle
Oh oh. Beeil dich, lieber, sonst bist du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Hoppla, mir scheint dir fehlt das richtige Auge hierfür, Liebes. Nur noch 2 Minuten, keine Zeit zu verschwenden. Tiefer als das Fass. Oh ja, okay. Das war nicht mal knapp. Eieiei, wie die Zeit vergeht. Nur noch 90 Sekunden. Ja! Ich an deiner Stelle würde kein Risiko eingehen. Was? Okay, kaputte Wand. Tiefer Schatten? Ah, hier. Nein! Wird eng, glaube ich. Ja, schnell. Was? Hier. Wo hier? Mitte, okay. Bitte bei der Letzte. Oh, wow. Ja, auf jeden Fall danke für die Hilfe. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Sag ich doch. Wollt eigentlich ein Pony, aber besser als nichts. Munition nehme ich immer dankend an. So, ich nehme aber auch mal an, dass ich die Maske selbst... Ach, die habe ich immer noch. Na denn... Jetzt kaufe ich hier schon wieder im Keller rum. Langweilig. Jetzt habe ich schon ziemlich viel Schrotmunition. Ich habe nur leider die Befürchtung, wenn ich sie einmal benutze, ist sie schneller weg, als ich Schrotmunition sagen kann. Und das ist gar nicht so abwegig, wenn man überlegt, wie ich schieße hier. Oh Mann, ey. Oh, ich habe rostige Teile, damit kann ich wieder coole Dinge tun. Was kann ich denn damit tun? Mehr Schrotmunition. Der Gedanke gefällt mir. Ach, will ich Heilung machen? Ich habe gerade 2, ich heb mir das mal noch auf. Weil nachmachen kann ich immer. Wenn ich das falsch nachher gemacht habe, ist doof. Och nö. Ist hier noch einer? Oder war das einfach sein Sterbeschrei? Oh, ich habe jetzt schon ganz schön viel Schrotmunition. Das macht mir ja schon fast Angst. Chemikalien, ich habe Chemikalien und Schießpulver habe ich auch. De, denn das ist das, was ich brauche. Ich habe viel Munition. Ah, jetzt bin ich in der Küche. Jetzt habe ich diese Türen riegelt. So ist das also. So ist das also mit der Küche gewesen.
So, redet er jetzt hier nochmal mit mir? Er redet doch immer hier mit mir. Nein? Schade. Oh, jetzt hier. Fast soweit. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ist es dann vorbei? Kommt jetzt ein Endkampf dann und dann ist Geschichte im Schacht? Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber, um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lange mit ihnen gelebt. Ich weiß. Ich weiß. Würde mich halt auch gar nicht wundern, wenn sie die am Ende nachher behält. Und vielleicht ist sie doch der Hauptcharakter im neuen Spiel. Wäre ja mal cool. Ich würde es cool finden. Aber ich glaube, jetzt kommt hier noch ein Endkampf. Das ist ja jetzt nicht vorbei. Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre auch ein ziemlich kurzes DLC, wenn ich ehrlich bin. Kommt er denn jetzt her? Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Das ist nicht der Echte. Na, das war klar. Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein, nein. Na, es hätte mich auch gewundert, wenn es jetzt schon so schnell vorbei gewesen wäre. Na, gehen wir jetzt doch alle Settings durch. Haus haben wir jetzt vorbei. Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Ah, also Endkampf oder was? Oh shit! Jetzt ist er sogar ein Nobel. Wow, Alter. Stopp, stopp, stopp! Halt an! Oh, oh nein, 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 nein! Kannst du mich bitte loslassen? Ich hab bitte gesagt. Aua, aua, danke, dass du mich losgelassen hast. Sehr freundlich! Soll ich das denn? Kann ja gar nicht mehr glauben. Ist er tot? Ich glaube nicht. Habe ich's geschafft? Ich glaube nicht. Na, sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Und jetzt? Langsam wird's langsam. Zeit für etwas mehr Schwung. Das war so klar. Aber ich kann weglaufen. Naja, ein bisschen. Jetzt bin ich gleich am Arsch. Oh, mach hin! Schnell! Ist hier jetzt noch so ein großer? Ach, das ist ja derselbe! Wow. Hallo?
Oh oh. Scheiße, mir geht die Munition aus. Das ist dann eher weniger gut. Okay, wenn du jetzt aber und so. Letztes Leben hatte ich doch keinen so öden Kampf. Lass ihr das nicht durchgehen. Das soll eine Show sein. Warte doch mal! Geh doch mal drauf, bitte. Danke. Oh je, 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 je. Nimm das. Cool. Was lerne ich jetzt damit? Und nun? Ach so, jetzt habe ich eine Kugel mehr, oder was? Oh, oh. Ja, was mache ich? Ach, am Rücken. Hier reicht's mit dem Gefäckel. Bring's zu Ende. Ja, die Frage ist jetzt nur, wann kann ich ihn denn wieder neu einfrieren? Geh kaputt, los, los, los. War es das jetzt? Ich glaube schon. Nutzlose Kreatur! Was für eine Enttäuschung! Was soll's? Dein Tod ist unausweichlich. Wo bin ich denn jetzt? Im Dorf. Geil. Ebene. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, und? Dann los. Ich finde den Gedanken sehr schön, dass das Ethan ist. Das wäre so cool.